wollen wir euch sozusagen Erika vorstellen, unsere Game Graphics Absolventin, die von 2017 bis 2019 hat ihre Ausbildung gemacht. Genau, hat sich, wie gesagt, bei Game Graphics, hat sich auch von Anfang an eher auf 2D-Art bzw. Concept-Art spezialisiert und arbeitet jetzt als Junior Concept Artist bei Airborne Studios. Wie hattest du damals den Schnupperkurs gefunden? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Hattest du vorher schon konkret den Wunsch, wirklich auch was zu machen, womit du dann in die Games-Branche kommen kannst? Oder wolltest du dich erstmal so umschauen? Ich wusste vorher ehrlich gesagt noch gar nicht, dass man in der Games-Branche arbeiten kann. Und mir hatte deine Freundin einen Flyer mitgebracht von einer Messe, wo die Squid Games auch einen Start hatte. Und ja, so bin ich dann da. Okay, cool. Und du hast dich ja, also du hast dich vor allem ja mit 2D-Arbeiten beworben. Ich habe die tatsächlich auch hier drauf, so Arbeitsproben, mit denen du dich beworben hast, wenn dir die Zeit gehört. Das hier ist übrigens auch eine Illustration von Ilka, die sie jetzt extra für diesen Tag der offenen Tür angefertigt hat. Sie hat dazu auch für uns ein 15-minütiges Speedpainting-Video gemacht, was wir dann gleich zeigen, wo wir sozusagen mal so ein bisschen in ihren Prozess reingucken können, wie denn so ein Junior-Concept-Artist bei Airborne sozusagen arbeitet, anhand dieser Illustration. Genau, aber dann warst du hier bei der School for Games 2 Jahre und wo hast du dein Praktikum gemacht in dem, im 4. Semester? Das habe ich bei UMI gemacht, die haben Sea of Solitude entwickelt, was auch interessant ist. Das ging dann 10 Wochen lang, glaube ich. Ja. Wie bist du dann danach zu Airborne Studios gekommen? Also der eine Lead von Airborne war Dozent an der Schule und wir hatten einen Unterricht bei ihm und konnten dann auch nach dem Unterricht noch Fragen stellen. Und ich habe dann einfach mal nachgefragt, ob wir eine Studietour haben könnten. Und das ist dann auch zum Glück im 4. Semester jetzt passiert, kurz bevor wir uns halt beworben haben. Und so konnten wir das Studio anschauen und Ja. Ah, cool, du bist sozusagen proaktiv auf uns zugegangen und hast gefragt, ansonsten hättest du gar nicht gegen die Studiotour. Ja. Also die Schule organisiert auch manchmal Touren, aber wir können auch einfach selbst bei den Dozenten nachfragen. Das haben sie einfach so gemacht, sehr cool. Und dann hast du dich da beworben und es hat zum Glück geklappt. Du arbeitest da jetzt seit wann? Seit Oktober letzten Jahres, also jetzt ein knappes Jahr. Kannst du so ein bisschen, darfst du so ein bisschen, zumindest grob, ohne in die Details zu gehen, von deinem Alltag erzählen? Also wie so ein Alltag als Junior Concept Artist aussieht, wenn du morgens ins Büro kommst sozusagen? Also ich bekomme im Grunde immer meine Aufgaben von den Leads und zeichne dann den meisten Tag. Wir haben sehr viele Meetings und ich kann auch immer wieder was hinschicken, wenn ich Feedback haben möchte. Ich kann nicht zu viel sagen. Also, das ist klar. Für einen Projekt mache ich zum Beispiel auch Animationen, also da machen wir nicht nur Konzepte, sondern auch für ein Mobile Game, dann Ingame Assets, die wir dann auch selbst animieren. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man so auch ein bisschen Abwechslung hat, dass man was Technisches hat mit Animationen und da trotzdem noch die meiste Zeit zeichnen kann. Hast du das Gefühl gehabt, dass sich die Ausbildung da gut drauf vorbereitet hat, was du jetzt gemacht hast? Also, was du jetzt gerade machst? Ja, auf jeden Fall. Hast du auch, wie ist das mit Animation zum Beispiel? Hast du da in der Ausbildung auch dich da schon ein bisschen dran geklemmt oder das dann eigentlich eher durch den Job gelernt? Nee, ich hatte es schon in der Ausbildung gemacht. Also, ich hatte 2 von 3 Semesterprojekten die Animationen übernommen, weil das auch 2D-Projekte waren. Und ja, es hat halt ganz gut gepasst, weil als ich bei Airborne angefangen habe, gab es halt die Position, wo man dann auch Animation machen konnte. Und so hat es ganz gut gepasst. Okay, cool. Genau, und dann, wenn ihr gleich noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen, also auch bezüglich Ilkas Werdegang oder nach Tipps. Aber dann würde ich sagen, die restlichen Fragen stellen wir dann anhand, wenn der hier im Hintergrund dein Speedpainting-Video bzw. dein Prozess läuft. Und du hast eben gesagt, du wolltest noch gerne was zeigen. Willst du einfach mal angehen? Und dann lässt du mir vielleicht auch noch mal. Dann musst du einfach, genau, das Temp hier einordnen. Ja, ich wollte euch einfach noch ein bisschen zeigen. Das war die allererste Skizze, die ich in die Schule geschickt habe. Einfach nur, um zu sehen, was genau ich machen würde und zu fragen, ob ich das machen kann. Also einfach einen kleinen Pinguin, der einen Apfel hält. Und der nächste Schritt war dann, dass ich
Referenzen rausgesucht habe. Und zwar von verschiedenen Sachen aus der realen Welt, Pinguin, den Rucksack, den er trägt, und auch verschiedene Sachen aus der Natur. Ich habe Fruchtbäume ausgesucht, auch wenn ich die ehrlich gesagt nicht wirklich verwendet habe. Und die Idee von dem Apfel kommt zum Beispiel von einem DS-Spiel, was ich früher gespielt habe. Das ist das Pokémon Mystery Dungeon und da sind Charaktere und so riesige Äpfel. Und das war dann auch die Idee für das Bild. Und dann auch Artworks von anderen Artists, die ich mag. Einfach nur um zu sehen, dass ich vielleicht so qualitativ ein bisschen damit ankommen kann. Diese grobe Skizze, die du eben gezeigt hast, öffne die vielleicht nochmal. Wie ist das so, wenn du in der Arbeitswelt zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe bekommst? Ist es auch so, dass du dann so eng mit deinen Teammitgliedern zusammenarbeitest, dass du erstmal so grob arbeitest und dann Zwischenschritte abnehmen lässt? Also in letzter Zeit ist es eigentlich so, dass wir auch schon, also dass ich dann zum Beispiel schon den ganzen Tag daran arbeiten kann und dass ich dann am Ende Feedback bekomme, aber das ist meistens schon in die richtige Richtung geht. Also so grobe Sachen zeige ich eher. Okay, dann doch schon ein bisschen ausgearbeitet. Ja, genau. Okay. Gut, dann müsst ihr auch in dem gleichen Video, glaube ich, direkt das Video nehmen. So, genau. Vielleicht kannst du, also das Programm kennt von euch wahrscheinlich dann doch die meisten. Sieht ja im 3D-Bereich immer ein bisschen anders aus, aber wer von euch hat schon mal was von Photoshop gehört? Noch einige Hände, die jetzt hochgehen. Vielleicht wissen es nicht alle von euch, aber tatsächlich wird Photoshop in der Branche, gerade im 2D-Bereich, auch sehr üblicherweise benutzt. Und für dich ist es auch dein Hauptprogramm, mit dem du arbeitest? Ja, geht schon. Also vor der Super Games habe ich immer Creator verwendet und Robert hat es mir dann rausgegeben. Photoshop war auch im Job benutzt und ja, war auch ganz gut so. War Creator, war das kostenlos? Ja, genau, das war gratis. Und ist natürlich gerade, wenn man noch nicht in der Schule ist, wo man dann Lizenzen bekommt und so, dann auch wahrscheinlich so als junger Artist ein bisschen praktischer, sich da eine kostenfreie Alternative zu suchen. Ja, genau. Jetzt hier dein Kurztest, würde ich mir sagen wollen. Genau, du hast angefangen mit einer sehr groben Skizze. Wie war das für dich? Hattest du am Anfang schon eine ganz klare Vision, wo es hingehen soll mit dem Bild? Ja, im Grunde schon. Ich hatte ganz am Anfang eine ganz grobe Skizze gezeigt und dann waren die Hauptelemente im Grunde schon da mit dem Pinguin, dem Apfel und sowas alles. Wie ist das für dich dann, wenn du so, jetzt fängst du ja, da hast du relativ schnell angefangen, dann auch noch Farben zu verwenden. Hast du da schon vorher eine bestimmte Farbpalette, an die du dich wendest? Oder ist es so on the fly, dass du irgendwie auch mal wieder Farben veränderst? Oder kommt es einfach mit der Erfahrung, dass man irgendwann ein Gespür dafür bekommt? Also ich hatte im Grunde das Ziel, so eine fröhliche, helle, grüne Szene zu machen. Deswegen waren die Farben im Grunde schon gegeben. Also, und ich versuche halt da immer am Anfang schon so weit wie möglich zu gucken, dass ich so früh wie möglich Farben sehe, wie das finale Bild dann aussieht. Dass ich dann schon die ganzen Farben und das Licht mit reinbringe und dann später nur die Details hinzufügen muss. Okay, und wie ist das? Also die Details, wie oft, also man sieht ja auch hier in dem Bild, dass dann sich immer mal wieder was ändert, dass du auch mal wieder was hinzufügst oder auch wieder was rausnimmst. Hast du da trotzdem schon vorher eine grobe Idee? Du hast ja, das hat man im finalen Bild auf jeden Fall schon gesehen, dass da dann noch so Schmetterlinge rumfliegen, dass du einen Bären hast. Ist das vorher auch schon so überlegt, dass das da sein soll? Oder? Nee, solche kleinen Sachen sind dann eher später schon improvisiert, genau. Du hast auch, glaube ich, irgendwann zwischendurch zeichnest du noch mal kleine Häschen rein, aber die werden wieder rausgenommen. Ja, ich dachte, das ist komisch, wenn der Pinguin so riesig ist und Häschen dann so klein vielleicht. Und ganz interessant, ich habe es gestern auch einer Kollegin gezeigt und da kam die Frage, vielleicht kannst du das ja, oder vielleicht fragen sich das ja andere auch, vielleicht kannst du es mal erklären, warum du zwischendurch immer wieder so viel skalierst. Also die unterschiedlichen Elemente wieder größer und kleiner machst. Also im Grunde einfach nur, ich probiere viel rum, um zu sehen, wie ich es final haben möchte. Mhm. Und auch ich zoome zum Beispiel sehr oft raus, um zu schauen, wie es dann von weiter weg aussieht, ob das alles zusammen funktioniert. Mhm. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich langsam das finale Bild gefunden. Aber am Anfang war ich, wie gesagt, war ziemlich nervös, weil ich zum ersten Mal was aufgenommen habe beim Zeichnen. Und deswegen habe ich da viele Sachen rumgeschoben, skaliert. Mhm. Und ja. Genau, aber auch so ja auch ums Gucken, wie es irgendwie in der Komposition miteinander funktioniert, muss man ja auch immer wieder dann doch Elemente anpassen, wahrscheinlich. Ne? Ja. Okay, und
Wie kamst du, du hast ja schon erzählt, dass es dieses Motiv werden sollte. Ja. Ist das, sind das so Arbeiten, die du häufiger so machst? Ist das so dein Spezialgebiet sozusagen, diese Art von Arbeiten? Nicht unbedingt auf Arbeit. Also da habe ich auch stilisierte Sachen. Aber ich wollte jetzt in meiner Freizeit einfach irgendwas Süßes, Entspanntes machen. Und das habe ich hier auch in der Schule gerne gemacht. Ich liebe dieses Tierchen, die Zettel und so. Ja, da können wir ja, wenn du das zumindest möchtest, gleich auch nochmal so ein paar Arbeiten zeigen. Vielleicht mal dein Portfolio oder so. Das ist mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen. Ist Inka auf jeden Fall sehr spezialisiert darin, das niedliche Sachen zu machen. Auch als wir das gesehen haben, alle drei Kollegen, denen ich das gezeigt habe, haben mit reagiert. Weil es doch sehr niedlich ist. Okay. Ansonsten hast du, was so den Workflow angeht, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier zur Seite gucken, du arbeitest ja, also man kann in Photoshop mit unterschiedlichen Ebenen arbeiten, also so Ebenen, die übereinander liegen, auf denen man dann unterschiedliche Sachen zeichnen und dann auch wieder ausblenden kann und so. Hast du dazu so einen Tipp für Leute da draußen, die auch mal mit Photoshop oder mit anderen ähnlichen Programmen arbeiten, wie man da am besten vorgeht? Also ihr könnt sehen, dass das jetzt zum Beispiel nicht das beste Beispiel ist, weil ich das meist auf einen Layer mache. Also ich probiere oft Sachen aus und collapse die Layer dann wieder zusammen. Auf Arbeit mache ich das dann oft so, dass ich die Sachen dann weiter aufspalte, damit es auch sauberer wird, dass man saubere Kanten hat und die Elemente voneinander hat. Also jetzt habe ich zum Beispiel den Pinguin in den Abwärtsen, da gehe ich da nicht die ganze Zeit drüber male, aber ja. Ich würde mehr so machen, auch die ganze Bordung schon so zu trennen, damit es so. Hast du da auch dann Trennungen zwischen den unterschiedlichen Farbebenen, wenn es so um Schatten, Farbe, Licht und so weiter geht? Kann man machen, aber habe ich jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht. Ich habe das oft einfach nur übergemalt. Oder. Du hast jetzt hier ja vor allem einen sehr starken, beziehungsweise die am meisten ausgearbeitet ist ja der Pinguin. Und der Rest ist ja so ein bisschen mit Absicht, so ein bisschen, sieht so ein bisschen sehr gepainted aus, also ein bisschen wie so ein Ölgemälde, sehr, nicht abstrakt, aber sondern eher sehr grob. Hast du da einen Tipp? Also weil man ja, wie du ja schon sagst, wenn man von der Ferne guckt, sieht es natürlich gar nicht so aus, wenn man es im Detail anguckt, also kannst du schon mehr. Hast du da irgendwie so einen Tipp, worauf achtest du, wenn du so einen Charakter mit einem Environment machst, was sollte ausgearbeitet sein, wo kann man ein bisschen gröber werden, zum Beispiel. Das kommt natürlich auf den Stil drauf an. In Anime hat man das oft so, dass die Charaktere sehr fett geschädigt sind, sehr simpel sind und die Hintergründe sehr detailliert sind. In dem Fall habe ich zum Beispiel gedacht, also der Pinguin ist der Fokuspunkt, deswegen habe ich da mehr Details getan, das Auge gleich hinzulenken. Was ich auch noch zwischendurch gesehen habe, ist, dass du dein Bild ja zwischendurch immer mal wieder spiegelst. Warum machst du das? Wenn man so arbeitet, fallen einem oft Fehler nicht auf, aber wenn man das einfach kurz spiegelt, dann sieht man sofort, wenn das ganze Bild zur Seite geht. Also ich hatte, dass das alles nach links unten gefallen ist. Und wenn man das spiegelt, sieht man halt sofort die Fehler. Oder auch bei Gesichtern, wenn das Auge da plötzlich viel zu weit oben ist. Ah, cool. Ja. Und wie lange arbeitest du schon digital? Das ist vielleicht, ich glaube, mein erstes Tablet hatte ich mit 13 oder so bekommen, aber ich habe es am Anfang nicht wirklich genutzt. Also dann ab der 10. Klasse habe ich es dann sehr aktiv gemacht, als ich wusste, dass ich dann nach Berlin kommen möchte. Also so. Und vorher hast du aber wahrscheinlich dann trotzdem immer so mit einem Stift oder anderen Werkzeugen gezeichnet, also eher analog wahrscheinlich. Ja, meistens auch nur mit Bleistiften und Rotstiften. Wie war es für dich, die Umstellung auf digital? Also am Anfang sehr frustrierend, aber irgendwann habe ich mich dann auch eingewöhnt. Hast du da Tipps für, weil wir haben es auch immer mal wieder, dass sich Interessenten bei uns bewerben, die dann zum Beispiel nur analog gearbeitet haben oder gerade erst angefangen haben, digital zu zeichnen. Und jeder, der wahrscheinlich schon mal mit einem Grafiktablet gearbeitet hat, weiß, wie unnatürlich es sich am Anfang erstmal anfühlt, irgendwas da unten zu machen und nicht wirklich auf ein Blatt Papier vor sich zu haben. Hast du da irgendwie Tipps, was Anfänger machen können, um bessere Reize zu finden?
ich denke, das kommt einfach nur mit der Zeit, wenn man es oft genug macht. Also es gibt auch Tablets, wo man dann direkt auf dem Screen malt. Die sind oft auch noch ein Stück teurer oder man hat sich ein iPad, das auch nicht gerade billig ist. Aber ich denke, man muss sich einfach daran gewöhnen. Und das üben. Hast du so bestimmte Übungen dann erstmal gemacht oder hast du einfach komplett weitergemacht, wie als wäre es dein Zeichenblock? Ja, ich habe einfach versucht. Ich glaube, ich habe dann auch Fotos oder Sachen, die ich analog gezeichnet habe, abgescannt oder fotografiert und das dann Tracks also nachgemalt und das dann so Stück für Stück geübt. Oder ich habe, ich glaube, ganz am Anfang habe ich mir auch ein Lineart aus dem Internet geholt und das dann erstmal probiert. Ja. Okay. Ich hatte noch vorhin gesagt, was mich sehr interessiert hatte. Genau, du hast ja, habe ich ja jetzt schon häufiger erwähnt, dich vor allem eher auf 2D spezialisiert, aber auch in der Ausbildung warst du dann ja auch damit konfrontiert, dass du 3D machen musstest. Hast du vorher schon mal ein bisschen was mit 3D ausprobiert? Ja, ich habe jetzt mit Blender rumgespielt, aber ich hatte zum Beispiel keine Ahnung von UV Unwrapping, dass das überhaupt existiert. Also ich hätte dann einfach nur dafür aufgezogen und versucht, Texturen dazu zu malen. Und jetzt verwenden wir das auch ein bisschen im Job. Einige mehr, einige weniger, aber dann können wir da auch selbst entscheiden, was so die beste Methode für uns ist. Also so ein Workflow mit eingearbeitet sozusagen. Ja genau, wenn wir solche Szenen haben, die in einem Gebäude ist und dann sind ganz viele Treppenstufen, dann denke ich halt, dass das alles gehört. Zu malen, gerade wenn man Treppen vorne hat und welche weiter hinten und wieder perspektivlich genau so zu zeichnen, dass die auch Größe stimmen und kann das einfach in den Blender oder so ausblocken und nicht drüber malen. Arbeitest du auch so regelmäßig, also wie jetzt zum Beispiel in den Treppenbeispielen oder dann eher in so Sachen, wo es perspektivisch halt schwierig wird? Ja, also besonders wenn ich Perspektive brauche, benutze ich 3D, aber das meiste noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht 2D. Und also gerade bei solchen organischen Sachen, wo man dann natürliche Bäume hat und sowas, dann ist man jetzt nicht unbedingt so sehr auf Perspektive angewiesen und kann das auch so machen. Aber ja, gerade bei Architektur ist es schwierig. Okay, also würde ich sogar trotzdem sagen, dass so jeder 2D-Artist das auf jeden Fall auch sich ernsthaft anschauen sollte, mit 3D aufzupassen hier sozusagen im Unterricht und dass es praktisch ist für den Workflow später. Ja, also zumindest, also man sollte wenigstens ein bisschen navigieren und ein paar Blöcke aufziehen können. Das hilft dann zumindest mal. Also man muss jetzt kein 3D-Meister sein, aber das wenigstens ein bisschen zu verstehen. Und wie lange arbeitest du so ungefähr, so durchschnittlich an so einer Illustration oder einem Konzeptart zum Beispiel? Ja, das ist eigentlich immer unterschiedlich. In dem Fall waren das jetzt knapp 7 Stunden. Und ich muss mir halt vorher noch anschauen, wie ich das aufnehme, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und ich weiß noch, wie die Zeit aufgegangen, aber so reine Zeichenzeit waren so klassisch. Und arbeitest du nebenbei dann auch noch mit Referenzen weiter? Du hast uns ja die Referenzen am Anfang gezeigt. Hast du die jetzt, wir sehen das jetzt natürlich nicht, irgendwie dann auch noch auf einem zweiten Bildschirm offen? Genau, das heißt, du guckst sie dir die ganze Zeit zwischendurch an, ja? Haben deine Referenzen da ausgereicht jetzt oder musstest du auch zwischendurch dann nochmal neue Referenzen zu Rate ziehen? Ja, ich glaube, das hat sich relativ organisch aufgebaut. Also gerade bei dem Abfilm und so, den ich dann reingezogen hatte, habe ich dann extra Referenzen gesucht, aber das meiste hatte ich trotzdem schon vorher rausgesucht, damit ich dann nicht immer wieder unterbrechen muss und neue Referenzen geben muss. Jetzt sind wir auch, glaube ich, schon ziemlich weit, oder? Jetzt kommen hier, da kommen die Hasen, die gleich wieder rauskommen. Eigentlich schon ganz niedlich. Schon. Warum hast du sie dann doch immer rausgenommen? Die haben dann irgendwie nicht so ganz eingepasst. Es war dann zu viel kleines Detail in der Ecke und ich fand es irgendwie komisch, dass der Pinguin dann so riesig ist und der Mädchen so witzig. Und ja, und jetzt so der letzte Feinschliff. Wann ist so für dich irgendwo in der Punkt angekommen, dass du merkst, jetzt reicht's? So, es war dann vor 3 Tagen, wo ich es dann noch ändern musste. Also ich hätte es wahrscheinlich noch länger überarbeiten können. Es sind immer noch viele Sachen, die man noch mehr ausarbeiten könnte, aber ich hatte eben nur 2 Wochen, um das fertig zu machen. Also hast du das auch manchmal, dass du sozusagen dann
an so einem Bild arbeitest und dann auch mal irgendwie ein paar Tage Pause machst und dich dann wieder ansetzt? Oder machst du es meistens so in einem Stück, so eine Arbeit? Also bei dem habe ich das an bestimmt 6, 7 verschiedenen Abenden gemacht. Ich habe mich dann immer nur so 2 Stunden, hatte ich dann 1 Stunde dran gesetzt und das dann so Stück für Stück gemacht. Also ich habe das jetzt nicht in einem Stück gemacht. Und wie ist das so auf der Arbeit? Wie viel Zeit hast du dafür gewöhnlich, wenn man das fragen darf? Also im Grunde muss ich immer am Ende des Tages das abgeben, was ich gesehen habe. Und also ich arbeite dann immer 8 Stunden und versuche dann immer so weit wie möglich zu kommen und bekomme dann immer am Ende des Tages Feedback. Oder ich kann natürlich auch zwischendurch fragen, aber meistens wusste ich das am Ende des Tages und kriege Feedback und dann kann ich das am nächsten Tag weitermachen. Okay, und hast du denn auch mehrere Aufgaben bei einem Tag oder konzentriert es sich dann schon meistens irgendwie an einem Artwork, an einem Konzeptart oder so? Ja, meistens habe ich eine Aufgabe, also ich habe verschiedene Projekte, an denen ich arbeite, aber ich kann dann auch selbst sagen, an welchem Tag ich an welchem Projekt arbeite und das muss dann für mein Lied sein und dann kann ich das dann teilen. Aber meistens habe ich einfach ein Projekt. Okay. Wir zeigen ja gleich nochmal ältere Sachen von dir, wenn wir dürfen, aber was ich zum Beispiel von dir weiß, ist, dass du dich ja auch in den 2 Jahren, wo du hier warst, auch sehr intensiv weiterentwickelt hast. Du hast ja eigentlich, obwohl deine Arbeiten schon ziemlich gut waren, hast du dir eigentlich ja keine Pause gegönnt und wirklich durchgeackert, um einfach auch deinen Ansprüchen gerecht zu werden und immer weiterzuentwickeln. Hast du da so einen Tipp für andere Artists da draußen, wie man sozusagen sich, also was man machen sollte, um sozusagen sich effizient weiterzuentwickeln, was die eigenen Fähigkeiten angeht? Einfach Unterricht aufpassen und mitmachen ist, glaube ich, das Einfachste. Und ja, man kann, also ich habe nebenbei immer viele YouTube-Tutorials von allen möglichen Artists geguckt. Also King Zook, King Concept Artist wahrscheinlich. Und ja. Wenn man auf Arztwege nachschauen, was andere Leute aus der Industrie so machen. Und man findet da auch immer wieder Leute, die ja nicht nur solche großen Installationen machen, sondern auch wirklich Konzeptart hochladen, wo dann Architektur gezeigt wird oder auch verschiedene Iterationen von Charakteren und sowas ist auch interessant. Wie, wenn du dich da noch erinnerst, wie oft hast du innerhalb der Ausbildung so gezeichnet? Warst du das täglich geübt hast oder so ein paar Mal die Woche oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ich habe mich jetzt nie so dazu gezwungen, dass ich jetzt wirklich die ganze Zeit daran arbeite, aber wir hatten immer Projekte nebenbei und dann hat man auch manchmal zu Hause oder in der Freizeit noch mit einem Projekt weitergearbeitet. Und ja, also ich habe das immer zum Spaß gemacht und jetzt nicht die ganze Zeit nur mich hingesetzt und geübt und versucht das zu geben. Okay, das ist ja natürlich alles. Ja. Okay. Perfekt, ich gehe gerade durch. Ja. Und ja, weiß ich nicht, also um mal vielleicht auch nochmal, habe ich ja eben schon mal gedacht. Das sei. Wenn nicht, ist auch okay. Also das ist vorher, nachher jetzt. Genau, also weil, jetzt habt ihr ja mal ein Speedplay, beziehungsweise ein fertiges. Jetzt habt ihr ja mal so. Ilka sozusagen bei der Arbeit gesehen und wie es dann jetzt am Ende aussieht. Und es könnte, beziehungsweise, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, womit sich Ilka denn damals überhaupt bei uns beworben hat, habe ich auch noch mal ein paar von den Arbeitsproben rausgesucht, die sie damals ihrer Werbung beigelegt hat. Waren damals auf jeden Fall schon sehr gut, aber für euch vielleicht auch nochmal ganz spannend zu sehen, welche Entwicklung sie gemacht hat. Es ist jetzt angefangen, hast du 2017, also eigentlich ziemlich gut 3 Jahre her. Genau. Vielleicht willst du ja, oder vielleicht willst du ja auch ein bisschen was zu den Arbeitsproben erzählen. Also wenn da jetzt irgendwie was ist, wo du was zu erzählen hast. Sicherlich. Weißt du noch, ob du die extra für die Bewerbung erstellt hast? Weil wir hatten ja, glaube ich, Karrierestart in Dresden war ja unser erster Kontakt, wo du bei uns am Stand warst und auch so die Partner sind, die arbeiten dann so mit dem Wunsch, ich will mich da bewerben und ich brauche Arbeitsproben entstanden. Oder waren die schon, weiß ich, aus dem Kunstunterricht oder privat? Das war schon technisch. Also ich hatte immer das Ziel, die dann so
gut genug zu werden, um bei der Superlegs angenommen zu werden. Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht direkt das Ziel, dass ich direkt die Arbeitsprobe setze. Okay, das war dann eher Übung, um besser zu werden, mit dem Ziel durch das Besserwerden dann als Konkurrent angenommen zu werden. Aber nicht zwingend, das wird jetzt eine Arbeitsprobe so war. Ja, ich habe dann einfach nur ein paar rausgesucht, die ich am meisten noch irgendwie. Aber es ist auch schon die Motivation, eigentlich die Sachen sind schon indirekt dann für uns entstanden oder wegen uns, könnte man sagen. Ja, cool. Hast du da bei den Motiven, die du jetzt zum Beispiel so gewählt hast, bist du da irgendwie ganz bestimmt vorgegangen, dass du wirklich gesagt hast, ich möchte jetzt mal, keine Ahnung, so eine Art Environment machen, weil es hier gefragt wird oder so ein Creature Design? Oder also, das ist ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Okay. Ist ja auch schon echt geweint. Also, man sieht es ja auch schon an deinen Arbeitsproben, dass du dich eigentlich auch schon vor der Ausbildung dann doch sehr darauf spezialisiert hast, so niedliche Kreaturen zu machen. Hier sieht man das zum Beispiel auch. Hier ist auch ein Gebär. Ja, das war zum Beispiel auch so ein Hobbyprojekt, was ich mit anderen Leuten angefangen habe, das sollte so ein Kartenspiel werden, die wollten Kreaturen haben. Und die habe ich dann mit reingenommen. Ja, cool. Das war dann so eine Kartenillustration. Aber auch schon entstanden, digital und Grafiktablett, das ja. Hattest du, glaube ich, da schon auf jeden Fall genutzt. Als du dann das Grafiktablett hattest, hast du dann versucht, dich wirklich mehr auf digitales Zeichnen zu konzentrieren, also mehr digital zu zeichnen als analog, oder war das immer noch sehr gemischt? Ich glaube, ich habe dann angefangen, mehr digital zu machen und die digitalen Sachen dann auf die Internet oder so hochzuladen. Mhm. Und da habe ich dann ein ganz analoges mehr geladen, sondern ich habe das digitale fokussiert. Okay. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch mit durch. Hier sieht man sich nochmal alle zusammen. Ich kann auch nochmal, falls es jemanden interessiert und man mal irgendwie da Ilkas Arbeit verfolgen möchte, findet man sie auch auf Artstation zum Beispiel. Von Artstation vielleicht so nebenher, vielleicht mal als Empfehlung, wer von euch zeichnet und ja, etwas sich da verbessern will, wer nutzt von euch vielleicht Artstation sogar schon? Genau, der Rest auf jeden Fall sich trauen zu nutzen, da gibt es dann halt auch mal Feedback, auch wenn es das dann eben oder wenn es dann immer manchmal ein bisschen wehtut, aber es hilft dir auch besser zu werden. Durch die Plattform nutzen, wie hast du, also wer gelacht hat, zu gerade nachzu, die ähnliche Plattform, sage ich jetzt mal vorsichtig, wie hattest du schon vorher genutzt? Und Artstation, und ich hast du dann erst hier genutzt. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, mal seine Arbeiten eben nicht nur Mutti und der besten Freundin zu zeigen, die wahrscheinlich immer so am Feedback aus, sondern eben auch einfach mal der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, um eben Feedback zu bekommen. Ich denke, hat ja auch geholfen. Wenn da mal Feedback kam, kann man sich halt dann darüber auf jeden Fall immer verbessern. Muss man drüber stehen. Und vielleicht kannst du ja noch mal kurz die Geschichte zu unserem coolen Indie-Spiel erzählen. Das ist ja auch eine total lustige Geschichte, dass du für die eigentlich dann so Marketing-Material, also Partner für Facebook, glaube ich, erstellt hast, oder? Ja, genau. Ich hatte so ein Indie-Spiel, das war Pixels. Ja. Da war so ein Indie-Team auf einer Messe und ich habe das Spiel eingespielt. Und die haben mich dann auch später angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, Informationen für die zu machen. Also eigentlich als Fangirl des Spiels, sagen wir mal, okay, den Titel da angespielt, ins Gespräch gekommen und irgendwie oder was? Okay, ich habe Norbert zu dem Stadtpunkt und der hat das okay, dann werde ich zusammengebracht und dann ist daraus eigentlich entstanden, weil ich so, kannst du nicht für uns ein paar coole Sachen machen für unser MD-Projekt? Und da hast du immer noch Kontakt zu dir, glaube ich, oder? Ein bisschen. Jetzt bist du auch anders eigentlich gespannt, aber mal bis zum Ende der Ausbildung weiß ich, was da eigentlich mit dir immer noch eng verbunden. So eine schöne Geschichte, dass eigentlich so die Messe euch da so zusammengebracht hat. Ja, da habe ich auch Feedback bekommen. Also, ich habe mich zwar angestellt dafür, aber da war man auch ein Lied, der mir einfach Feedback gegeben hat, ob ich das noch weiter und besser machen kann. Und das wäre die Ausbildung. Also muss man ja auch, das ist natürlich auch nochmal ein super netter Umstand, während der Ausbildung eigentlich professionell mit dem Lead-Team zusammengearbeitet zu haben, wo ein Lied ist, der dir höhergestellter, der dann eben erfahren ist und Feedback gibt und dort bezahlt den Job. Also perfekt innerhalb der Ausbildung. Schon Sonderfall, aber kommt vor. Ja. Ja, was aber auch wieder das bestätigt, wie wichtig es ist, so auf Events und Messen zu sein, genau, und überhaupt erstmal Kontakte zu machen. Ja.
Und auch, was auch vielleicht spannend ist, wenn wir jetzt hier schon auf ArtStation sind, da findet man zum Beispiel auch ein Profil von Erwan Studios, wo gerade Ilka auch arbeitet. Also falls ihr euch da mal angucken wollt, für alle, die zumindest irgendwie die Game Artists anstreben und sich Erwan mal auschecken wollen, da findet man auf ArtStation die unterschiedlichsten Projekte, an denen sie gearbeitet haben. Und auch schon was von dir? Ich glaube, schon. Aber andere Projekte sind da. Ja, aber es ist halt auch spannend zu sehen, weil wir haben ja von Studien in Berliner Studios oder in Berlin ansässigen Studios, die jetzt nicht zwingend aus Berlin sind, geworden, mal ganz drauf. Ihr habt ja gerade auch in den Adverts in der ArtStation gesehen, was das für Titel sind. Also sind ja weltweit die renommiertesten Titel der letzten Jahre mit bei. Das passiert in Berlin. Also der Art Content kommt zum Teil wirklich aus dem Berliner Studio erworben. Sind ja auch so Einblicke, die man so gar nicht wüsste. Das ist ja schon cool zu sehen. Und finde ich natürlich umso cooler. Und wir sind auch ganz stolz. Das wäre uns auch mal ein schöner Weg, weil wir hier auch so irgendwie schon die zwei Dresden halt auf der Messe. Das wäre mal echt cool, da auch für mich zu sehen, was dann so aus unseren Hasen hier wird. Oder aus unseren Pinguinen. Ich bin auf jeden Fall auch dann gespannt, endlich mal die Projekte zu sehen, an denen du gerade arbeitest, die du noch unter Verschluss halten musst. Genau. Bin gespannt, seid ihr euch. Yeah. Okay, vielen Dank. Wenn ihr noch, habt ihr noch Fragen an Ilka speziell? Oder uns? Ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dem Vorträgen ruhig. Auch später gibt jetzt hier nochmal Einzelgruppen, Gespräche. Arbeitsproben, nicht genau das, was mir jetzt auch fehlte, gerne zur Verfügung. Ja.